Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie ihr bei Sturm oder bei Regen ein Feuer machen könnt. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, ihr wollt ein Feuer machen, es ist so stürmisch, der Zunder fliegt weg oder es regnet und der Tropfen landet genau auf eurer Glut. Ist eben schon mal passiert, deswegen will ich euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie ihr das verhindern könnt. Ich nenne es den Zunderzylinder. Um diesen Zunderzylinder herzustellen, brauchen wir zwei Sachen. Einmal Birkenrinde und das kommt dir wirklich in Massen vor. Deswegen werden wir diese Zutat als erstes sammeln. Hier habe ich so eine kleine Birke gefunden. Die ist hier schon abgeknickt, also hier hängt der abgeknickte Ast. Und die Rinde hat sich schon so ein bisschen gelöst, das ist wirklich optimal. Und ich werde jetzt vorsichtig die Rinde davon abschälen. Wie ihr seht, ging das wirklich hervorragend. Jetzt habe ich hier so richtig große Stücke, wirklich ellenlang. Super Material. Die nächste Zutat, die wir dafür brauchen, finden wir hier. Und zwar brauchen wir Harz. Um genau zu sein, brauchen wir wirklich nur das frische Harz. Das muss richtig schön klebrig sein. Und wo findet man das besser als hier in so einem schönen Fichtenwald? Ich habe hier eine ordentliche Menge gesammelt. Desto mehr ihr habt, desto länger brennt das, desto intensiver brennt das. Deswegen, zu viel gibt's nicht. Immer ordentlich was sammeln. Wenn ihr eure Zutaten gesammelt habt, müsst ihr eure Birkenrinde in ein Stück schneiden. So genau muss das gar nicht sein, aber so sollte das aussehen. Hier ein kleines Loch, sodass wir das später zu einem Zylinder formen können. Jetzt macht ihr eure Harzkrümel da drauf und werdet das wie ein Butterbrot einschmieren. Ich habe hier noch ein bisschen Restbirkenrinde von den Zuschnitten. Die werde ich etwas auflockern und dann ganz fein über das Harz bröseln. Auch hier gilt, zu viel gibt es nicht. Damit sich das Ganze nicht verabschiedet, drücken wir das noch schön in das Harz rein. Am Ende sollte das Ganze so aussehen. Schön viele Späne. Ihr könnt natürlich auch Kienspan nehmen oder was euch sonst noch einfällt, was ihr so zur Verfügung habt. An einer Seite werde ich jetzt noch vier kleine Schlitze machen, damit wir das später zusammenstecken können. Wenn ihr das Ganze zusammengerollt habt, sollte das so aussehen. Jetzt habt ihr einen kleinen Kamin, der ist ringsrum komplett vor Wind geschützt und es entsteht ein kleiner Kamineffekt, womit sich das Ganze noch einfacher entzündet. Da das Ganze für stürmische Tage gedacht ist, gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze entzünden kann, ohne dass die ganze Rolle wegfliegt, und die zeige ich euch kurz. Die erste Möglichkeit ist, ihr legt euch das so hin und beschwert es mit etwas Feuerholz und schon kann das Ganze nirgendwo mehr hin. Da wir natürlich von dem Kamineffekt profitieren wollen, stecke ich hier so einen Stock rein, wo ich das Ganze dann drauf stecke.
Und jetzt kann das auch nirgendwo mehr hin. Um das Ganze jetzt zu entzünden, brauchen wir einen gezielten Schuss von unserem Feuerstahl. Und nebenbei werde ich die Stoppuhr laufen lassen, um zu schauen, wie lange das Ganze brennt. Das Ganze brennt jetzt schon über 3 Minuten und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Ich nehme mal diesen Stock raus, dass ihr nicht denkt, das ist der Stock, der da brennt. Und wir haben jetzt gleich 5 Minuten. So langsam neigt es sich dem Ende. Wir haben jetzt 6 Minuten. So, das waren jetzt 6 Minuten 53, also fast 7 Minuten, was dieser Zünderzylinder gebrannt hat. Und ich sag mal, 7 Minuten, das ist schon echt viel. Das schafft kein Kienspan und kein Wattepad der Welt. Also, das ist wirklich top, das Zeug. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Vielleicht kann der ein oder andere das verwenden auf seinen nächsten Touren. Denn wenn es mal wieder stürmisch ist oder es so stark regnet, dass ihr nicht mehr weiter wisst und kein Feuer ankriegt, dann probiert es aus. Ihr könnt es zusammenrollen, ihr könnt es in die Jackentasche stecken. Also ihr könnt euch das wirklich vorbereiten und auf euren nächsten Touren mitnehmen. Als inneren Zunder könnt ihr natürlich anstatt der Birkenrinde auch Kienspan nehmen oder was auch immer euch so einfällt. Das bleibt euch überlassen. Ich liefere nur den Grundstein, diese Idee von dem windfesten Zunder. Ja, bevor ich mich weiter verquatsche, sage ich schon mal bis denn und wir sehen uns beim nächsten Video.